Hallo YouTubes, heute schauen wir uns mal was ganz anderes an, und zwar ein, ich sag mal, deutsches Independent-Spiel. Das ist von Daniel Frese. Was man hier echt zugute halten muss, ist, er hat dieses Spiel selbst entwickelt und auch im Eigenvertrieb erstellt und vertreibt es dann halt auch im Eigenvertrieb. Was natürlich auch erklärt, was die Qualität der Komponenten angeht. Aber hey, man muss das loben, wenn jemand schon selber mal was macht. Und auch selber druckt und vertreibt, dass das halt dementsprechend aussieht, ganz klar. Aber was da rausgekommen ist, ist echt beeindruckend. Wie bin ich auf das Spiel gekommen? Das kriegt man nicht so einfach. Man kriegt es eigentlich im Moment jetzt nur direkt beim Vertrieb, und das ist beim Poltergeist Spiele. Das ist die Firma, die extra deswegen gegründet hat, 2017 oder sowas. Die feiern jetzt zweijähriges Jubiläum, deswegen gibt es da gerade auch Rabatt. Er hat es auf der Messe in Essen vorgestellt damals, und wird so eigentlich als kleiner Geheimtipp gehandelt. Ich bin letztendlich über Boardgame Geek kontaktiert worden von einem Fan dieses Spiels, nenne ich es mal, weil ich andere Rezensionen zu anderen ähnlichen Spielen gemacht habe, und er meinte einfach, wenn dir das gefallen hat, dann musst du unbedingt das spielen. Also klar, ich lasse mir da nicht lange überreden, ich habe mir das Spiel dann mal besorgt. Habe sogar eine Packung Kekse dazu bekommen, vielen Dank, und einen netten kleinen Brief, weil da merkt man schon, das ist so Direktkontakt. Und habe ich gedacht, ich spiele es mal, und zur Belohnung mache ich eine Videorezension dazu. Ob die aber positiv oder negativ ausfällt, das werdet ihr dann schon sehen. Zuerst mal zum Spiel an sich. Das Spiel heißt erstmal Intervention oder Intervention, wenn man es in Englisch sagen will, der Griff nach den Sternen. Wenn man das so anschaut, denkt man, man hat so ein 4X-Spiel vor sich, ne? Weltraum erkunden, Ressourcen schürfen, erforschen und Gegner austilgen. Ganz klar, das ist es auch, kann ich jetzt schon sagen. Aber der Untertitel, wenn man den da unten liest, ein Weltraumsimulationsspiel für kleine und große Erdlinge. Also okay, wenn man das schon auf eine Schachtel drückt, ist man sehr mutig. Man sagt aber auch Folgendes damit, dass dieses Spiel sich mehr an Familien oder an Einsteiger oder Gelegenheitsspieler richtet. Und wenn man das Spiel unter dieser Prämisse betrachtet, ist es echt gut. Wenn man es als Vielspieler, Expertenspieler betrachtet, da gibt es dann schon Besseres, aber das werde ich dann im Lauf der Spielerklärung oder im Fazit nochmal dazu sagen. Zum Spiel an sich, große Schachtel, Komponenten, wie gesagt, ein bisschen, also wenn man so Asmodee-Qualität, Pegasus, Heidelberg-Qualität oder sowas gewähnt ist, das ist schon eine ganz andere Liga. Das ist alles ein bisschen weicher, ein bisschen lummeliger. Die Grafik an sich, also es wurden viele Bilder verwendet, die halt vom Hubble-Teleskop oder sowas stammen wahrscheinlich. Das sieht man, die sehen echt gut aus auf den Platten, aber alles, was selbst gezeichnet ist und selbst geschrieben ist, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Sieht manchmal ein bisschen strange aus, aber ist insgesamt gut gelungen. Immer unter der Prämisse Familienspiel, um Leute an das Hobby heranzuführen, auch mal eine Weltraumsimulation spielen zu lassen. Absolut in Ordnung, völlig in Ordnung, gar kein Problem damit. Es ist für 2 bis 4 Spieler, wobei ich sagen würde, es funktioniert eigentlich nur wirklich richtig gut, wenn man 4 Spieler ist, um den Ausgleich zu schaffen. Man kann bei weniger als 4 Spielern auch ein kleineres Spielbrett verwenden, was auch ziemlich gut ist. Aber was echt ein Highlight ist, ist im Prinzip, sind die Spielertableaus für die Aliens oder für die Völker, die man spielt. Da ist eine Metallfolie eingearbeitet, womit man praktisch kleine Mini-Magneten, ich zeige es euch nachher dann, direkt drauf poppen kann, und die bleiben dann auch an Ort und Stelle, wenn man es kippt oder wenn einer niest oder sowas. Das finde ich klasse. Also ich muss echt sagen, da könnten sich andere Spiele auch eine Scheibe davon abschneiden. Es ist auch irgendwie besser als diese ewigen Plexiglas-Overlays, die man da kaufen kann. Also ist recht schick gehalten. Ansonsten ist das Spielmaterial halt, ja, also, ach, das ist halt so eine Sache. Das ist halt Eigenvertrieb, und man merkt schon, dass die reiche führende Hand eines Publishers im Hintergrund fehlt, der das Ganze noch ein bisschen abpeppen und tunen würde. Vielleicht kommt da ja irgendwann mal noch, kauft es einen Verlag auf oder sowas und macht dann was selber draus. Weil das hier zum Beispiel sind die üblichen Forschungskarten, die man in solchen Spielen halt hat, Technologie. Und anstatt da, dass da tolle Bildchen drauf sind, ist das einfach nur Plain Text. Ganz simpel und einfach. Das ist schon wie eine Reise zurück in die 80er Jahre, wenn man moderne Spiele gewöhnt ist, aber funktioniert. Ist alles ein extra gut, weil der Text, der da drauf ist, der Flavortext, voll in Ordnung, schön formuliert, alles klasse. Aber halt, ihr wisst, was ich sagen will, die Production Quality, wie man so schön sagen kann, die fehlt halt, wenn man anderes gewohnt ist. Soll aber nicht abschrecken, geben wir dem Spiel mal eine Chance, ich zeige euch mal, wie es funktioniert.
Das hier ist jetzt mal der grundlegende Spielaufbau. Ich habe jetzt nicht das ganze Weltall ausgefüllt, weil ich glaube, die Idee ist klar, dass das ganze Spielbrett wird mit so bisher unbenannten Systemen ausgefüllt. Spielertableaus sehen so aus. Ich habe den gelben Spieler jetzt hier mal bestückt. Ich habe gesagt, das sind ja magnetische Tafelchen und das sind so kleine Perlen. Wenn man das Huch zum ersten Mal auspackt, denkt man, um Gottes Willen, was ist denn das? Aber die Dinger da, die sind magnetisch und heben da wirklich super drauf, um diese kleinteiligen Fitzelchen hier von Rohstoffen zu markieren, sind sie ideal. Funktioniert klasse. Man markiert praktisch hier oben immer die Einkünfte, die man in der nächsten Runde bekommt. Nicht das, was man tatsächlich hat, sondern was man immer dazu bekommt. Einfach um da nicht jedes Mal neu nachrechnen zu müssen. Dann hat jedes Volk so ein bisschen Fluff, ja, was die so machen. Stärken und Schwächen. Siegpunktleiste hier unten. Bei 30 Spielpunkten hat man das Spiel gewonnen. Das ist eine Siegbedingung. Es gibt ein Tauschverhältnis von Rohstoffen. Das ist 3 zu 1 bei der Rasse. Und halt, was kostet es, Raumschiffe zu bauen? Hier wird wieder Bezug auf diese Rohstoffe, Nahrung, Produktion, Mineralien, Entschuldigung, und Gold genommen. Kostet unterschiedlich. Kolonieschiff wird immer teurer, je mehr man besiedelt hat. Und hinten Kampfwehr. Das heißt einfach ein W6-Würfel plus eventuelle Boni, je nachdem, was für ein Schiff das ist. Und dann gibt es noch Forschungskarten, die kosten 3 Mineralien und 3 Gold, wenn man sie kaufen will. Das sind die da. So. Und so sehen die anderen Völker aus. Also, wie gesagt, die Grafiken sind schon ein bisschen, also, ja, schwierig. Bildet euch selber eine Meinung. Rohstoffe, die werden in Form von diesen Chips-Talern hier, das ist jetzt praktisch Mineralien, blau in 1er, 3er, 5er Chips bereitgestellt. Das ist ganz nett. Wobei kleine Würfelchen besser gewesen wären beim Zählen. Dann hat jeder Spieler noch einen Würfel in seiner Farbe und die Flotten, die man bauen kann. Das ist jetzt eine kleine Auswahl. Ja, es gibt Späher, es gibt Schlachtschiffe, Zerstörer, Trägerschiffe oder halt ein Kolonieschiff. Dann gibt es noch diese Marker hier und da mal ein Kritikpunkt, die sind schon sehr dünn und sehr dünnes Papier. Das ist halt ja, der Produktionsqualität geschuldet, sage ich mal, aber die füllen ihren Zweck. Die sind dafür da, um Unterjochung und Allianzen, sag ich mal, darzustellen. Gleichzeitig hat der Spieler auch solche Spielermarker, die einfach zeigen, der Planet gehört mir. So, jeder Spieler startet in einer Ecke des Weltraums. Das sieht dann immer so gleich aus. Und man hat immer drei Systeme, mit denen man startet: einen Heimatplaneten, einen leeren Nebenplaneten und ein Asteroidenfeld. Auf den Planeten steht immer unten drauf, was diese pro Runde produzieren. Also deswegen habe ich ja, weil das mein Heimatplanet ist, habe ich hier eine Nahrung, eine Produktion, eine Mineral und ein Gold, weil es da unten dran steht. Würde ich diesen Planeten jetzt auch noch dazu terraformen oder halt besiedeln, dann würde ich diese Werte auch nochmal um plus 1 erhöhen und würde dadurch so einen Marker drauflegen. Im Asteroidenfeld, da steht da bloß ein Material drin, Mineralien, sage ich mal, Mineralien. Wenn ich da ein Schiff drin habe, das sich da halt aufhält, dann hat es die Möglichkeit, das zu schürfen. Und solange das Schiff da drin ist, würde ich praktisch die Mineralienwerte auch nach oben setzen. Ist ja aber jetzt noch nicht der Fall. Ich starte das Spiel immer mit einem Speer. Wenn man das Spiel beschleunigen will, ein Tipp von mir, startet man nicht mit dem Speer, sondern gleich mit dem Kolonieschiff, damit es nicht so ewig dauert. Aber lassen wir es mal so. So. Und ein Spiel läuft folgendermaßen ab. In Phase 1, ein Spieler ist dran, er würfelt mit einem Würfel und tut dieses Ergebnis dann an dieser Schicksalsleiste außenrum im Spiel einfach mit seiner Figur weiterlaufen. Ja, ohne Witz, das ist wirklich so. Also es hat so ein bisschen 80er-Jahre-Feeling. Ich würfel und tue mit meinem Pöppel ums Spielbrett rumlaufen, ist aber wirklich so. Bildet hier aber, sage ich mal, die Zufälle, das Schicksal ab. Das kann man gelten lassen, das ist ganz okay. In dem Fall hängt es jetzt davon ab, wo die Spielfigur landet. Es gibt dieses, na, was glaubt ihr, was das ist? Da gibt es übrigens Streitereien. Im Internet haben viele geschrieben, das ist eine Taschenlampe. Ja? Der Designer schreibt, das ist ein Fernglas oder halt so ein, wie heißt das, ein Teleskop, genau. Weil man mit diesem Feld ein beliebiges Plättchen aufdecken und schon mal angucken kann, wenn man das erreicht. Vielleicht wäre deine Lupe besser gewesen. Ja, ich weiß nicht. So, landet man auf diesem Fragezeichenfeld, kommt eine Ereigniskarte ins Spiel. Das Karten sehen im Spiel folgendermaßen immer aus. Na, Forschung! Durch Zufall entdecken deine Wissenschaftler während eines Experiments eine völlig neue Idee. Das ist jetzt kein guter Flufftext, es gibt aber ganz nette Geschichten, die da drauf stehen. Ziehe eine Technologiekarte. Das wäre jetzt ein Ereignis. Und ihr seht schon, bei einem anderen Spiel würde da jetzt ganz viel Grafik drauf sein und tolle Bildchen und so. Das ist nur Text. Aber es erfüllt seinen Zweck, alles in Ordnung. Es gibt auch negative Sachen, da kann mal irgendwie ein Schiff kaputt gehen oder die Flotte muss gewartet werden oder sowas. Also im Prinzip möchte man diese Ereignisse nicht haben, weil sie meistens schlecht sind.
Ich habe jetzt gerade gezogen, ich soll eine Technologiekarte ziehen. Jawohl, Technologiekarten sehen optisch genauso aus. Es gibt, deine Wissenschaftler haben eine Art Sonnensegel entwickelt, für die deine Spähschiffe Vorteile mit sich bringen. Also, meine Spähschiffe können jetzt dauerhaft um ein Feld pro Runde weiter bewegt werden. Okay, oder ich kann auch sagen, will ich nicht, ich nehme dafür einen Siegpunkt. So, da kommt schon ein Thema. Also, Schiffe können generell immer nur ein Feld weit fliegen. Und zwar nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, aber niemals diagonal. Ein Feld. Und danach sind sie praktisch, müssen sie sich ausruhen oder bis zur nächsten Runde machen. Und wenn man das Spielfeld anguckt, wenn es nachher mal 9 auf 9 Felder sind, dann kann man sich schon jetzt schon ausmalen, wie lange es dauert, mit einem Schiff immer wohin zu fliegen. Und Regel sagt auch, wenn ein Schiff wo angekommen ist, kann es dann nichts tun bis zur nächsten Runde. Es muss dann sozusagen, wenn es angekommen ist, auch nochmal eine Runde aussetzen. Da wird später noch drüber zu reden sein. Ja. So, also wie gesagt, Schicksalsleiste. Man kann auch Rohstoffe treffen und bekommt die dann sofort. Und ansonsten ist nichts Besonderes auf der Liste los. Phase 2 ist, man bekommt die Rohstoffe, die man hier eingetragen hat durch seine Planeten. Bekommt man es tatsächlich als Chips, die man dann auf sein Tableau legt. Und Phase 3 ist die Phase, in der man tatsächlich Aktionen durchführt. Aktionen können sein, ich baue mir ein Raumschiff zum Beispiel. Ich gucke dann, was kostet denn das da? Ein Zerstörer kostet 4. Habe ich am Anfang vom Spiel wahrscheinlich noch nicht, kann ich nicht machen. Aber nehme ich mal an, ich könnte es jetzt bauen, dann würde ich ein Schiff pro Planeten, den ich besitze, bauen können. Und zwar immer nur auf diesem jeweiligen Planeten erscheint es dann. Das kann ich machen. Ich kann eine Technologiekarte kaufen für das Geld. Also nochmal solche Dinger. Da kommen wir auch gleich zur zweiten möglichen Siegbedingung. Ich habe ja gesagt, 30 Siegpunkte in das Spiel ist vorbei. Es gibt in diesem Stapel Supertechnologien. Die, das da. Da steht Supertechnologie drunter. Und wenn man 3 von diesen Karten finden sollte in diesem Stapel, zufällig, hat man auch gewonnen. Es gibt, sind glaube ich 9 oder 10 oder so in diesem Stapel drin, der recht hoch ist. Dann kann man, wenn man irgendwo angekommen ist, nehmen wir mal an, ich hätte ein Kolonieschiff irgendwann mal gebaut und ich hätte es dorthin geschickt und es wäre auch jetzt letzte Runde dort angekommen, könnte ich das jetzt verwenden, nehme es weg, um diesen Planeten hier zu meinem Planeten zu machen und würde praktisch diese Rohstoffe zusätzlich dann zukünftig bekommen. Das ist nett. Ich könnte mit einem Schiff mich in ein unbekanntes Territorium reinbewegen und dann wird aufgedeckt und ausgeführt, was da drin ist. Ich habe einen Planeten gefunden mit den Sachen. Bringt mir jetzt noch gar nichts. Ich bräuchte dann ein Kolonieschiff, um es zu besiedeln. Ich könnte ein Neutronenfeld finden. Das ist das gleiche wie ein Asteroidenfeld, nur halt bekomme ich anstatt Mineralien halt Produktion. Leerer Weltraum gibt es. Es gibt auch sowas wie eine Handelsstation. Wenn du in den Handelsstationen ein Raumschiff hast, dann verbessert sich dein Tauschkurs auf deiner Karte um 1. Also würde hier fiktiv jetzt, solange ich ein Schiff da drin habe, 2:1 stehen. Das ist später ein Problem, wenn dieses Volk das hat, sage ich am Schluss noch was dazu. Das hat nämlich eh schon einen Tauschkurs von 2:1 und der wäre dann 1:1. Das will man nicht. Und was gibt es noch? Es gibt auch das hier, genau. Es gibt noch Planeten, da wohnen schon Leute drauf, also indigenes Leben sozusagen. Die Korisiden wohnen da. So, jetzt kann man Folgendes machen. Man kann, wenn man dort ankommt, mit denen eine Allianz schließen und sagen, jawohl, wollt ihr in meine Föderation oder so aufgenommen worden? Dann bekommt man 2 Siegpunkte. Die schenken einen aus irgendeinem Grund einen Zerstörer, wahrscheinlich weil es sonst zu lange dauern würde, dass man mal Waffen bekommt in dem Spiel. Und man kann zukünftig jetzt bei denen handeln im Verhältnis 1:1, nämlich in dem Fall Produktion zu Gold. Was da unten steht, interessiert nicht. Das interessiert nur, wenn ich sage, ich mache keine Allianz mit dem Planeten, sondern ich unterjoche den oder erobere ihn. Ja, da brauche ich dann mindestens ein stärkeres Schiff. Ich glaube, einen Kreuzer brauche ich dann mindestens. Dann kann ich die besiegen. Das kostet dann 3 Produktion. Und dann gehört der Planet mir. Ich bekomme da auch Siegpunkte dafür und habe zukünftig diese Einkommen pro Runde. Aber das Volk ist dann, was weiß ich, ausgelöscht, unterjocht, irgendwie so. Kann ich auch machen. Das ist im Prinzip alles, was passieren kann. Es gibt auch noch vielleicht ein schwarzes Loch irgendwo, wenn ich Pech habe. Mal schauen. Ah, es gibt noch diese Ereignisfelder. Wenn ich da reinfliege, muss ich halt eine Ereigniskarte ziehen. Das kennen wir ja schon vom Spielfeldrand. Oder es wird auch ein schwarzes Loch geben. Wenn ich da reinfliege, ist das Schiff kaputt. Und man kann zukünftig nicht mehr durch. Und so muss man sich das vorstellen. Das ganze Brett sieht dann nachher so aus. Und irgendwann begegnen sich die Spieler dann mal im Spielfeld. Und man kann dann entscheiden, ob man sich bekriegt, Planeten wegnimmt oder sonst irgendwas macht. Das ist im Prinzip eigentlich schon alles.
Wenn man das gemacht hat, man hat Schiffe bewegt, man hat eingekauft, hat kein Geld mehr, hat geforscht, hat kein Geld mehr, dann würde der nächste Spieler drankommen, er würfelt wieder, macht die Leiste, nimmt seine Einkünfte und macht Aktionen. Und so weiter und so fort. Bis einer 30 Siegpunkte erreicht hat oder 3 Supertechnologien oder den letzten Planeten eines Spielers wegerobert hat. Dann ist das Spiel aus. Das ist alles ziemlich einfach, da muss man gar nicht viel erklären. Es gibt eine Spielübersicht, was ein bisschen wenig ist, vor allem wenn das Thema Kampf dann mal, auf den ich jetzt gleich noch eingehe, mal wichtig wird, weil das ist, man will es ja einfach machen, das ist ja ein Einsteiger-Familienspiel, aber Kampf funktioniert folgendermaßen, ne? Also im Prinzip treffen sich zwei Schiffe gegnerischer Art aufeinander und man möchte Kampf spüren, man schaut dann, wann, was ist das für ein Schiff. Ja, dann würfelt man einen Würfel und tut eventuelle Boni durch das da oder wenn man eine Technologie hat, wo drin steht Massenvernichtungswaffen oder so, dazu rechnen. Der, wo die höhere Zahl hat, der gewinnt und der Verlierer muss sein bestes Schiff aus der Flotte entfernen. Und dann geht es weiter, wenn noch andere Schiffe da sind. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Wie rechnet das Schiff denn Sachen zusammen? Nehmen wir an, ich habe hier, wo ist denn der Speer? Zerstörer. Ja, nehmen wir an, ich habe zwei Schlachtschiffe, was nicht so vorkommt. Wenn ich zwei Schiffe der gleichen Sorte habe, dann sagt die Regel, werden die behandelt wie ein Schiff der nächsthöheren Gattung. Also zwei Schlachtschiffe wären dann so viel wert wie ein Träger. Was ein bisschen merkwürdig ist, also ich habe dann die Möglichkeit, normal, wenn ich zwei einzelne Schlachtschiffe behandeln würde, dann hätte ich ja die Möglichkeit, sage ich mal, 2W6 plus 4 jeweils zu würfeln, aber ich darf jetzt nur noch 1W6 plus 8 würfeln. Schwierig. Und alle anderen Schiffe, die noch mitmachen in dem Kampf, sagen wir mal, noch ein Zerstörer ist mit dabei, werden nicht mehr gewürfelt, die bekommen halt einfach, je nachdem, hoppsa, Entschuldigung, was da dabei ist, wird der Kampfwert dann halt erhöht. Für jeden Zerstörer noch eins dazu, für jeden Kreuzer noch zwei dazu. Und so werden einfach Zahlen verglichen nachher. Das ist einfach, wenn man es mal kapiert hat, wie es funktioniert, ist es echt einfach und schnell abgewickelt. Und für Leute, die halt viel spielen und andere Kämpfe gewohnt sind, ist es recht langweilig, muss man schon sagen. Aber es ist schnell abgewickelt. So funktioniert Kämpfen. Das ist im Prinzip schon alles. Ja, das war jetzt die Vorstellung von Intervention, Griff nach den Sternen. Wie gesagt, wenn man das Spielmaterial sich anschaut, denkt man erstmal, das sieht nicht so geil aus, aber das ist alles mit Liebe gemacht. Funktioniert auch, greift gut ineinander, kann man gar nicht sagen. Diese mit Metall beschichteten Tableaus, ziemlich genial. Was sich strange anfühlt, wie gesagt, immer dran denken, ich mache jetzt zwei Beurteilungen zum Spiel. Ja? Die eine, die erste ist erstmal Familienspiel, Einsteigerspiel und die andere ist Kennerspiel, Expertenspieler und Master of the Universe-Spieler, ja, sozusagen. Machen wir mal die Familienvariante. Einsteigerfreundlich, Würfelwurf, um das Schicksal auszuloten, Aktionskarten, einfach ausführen, was draufsteht, funktioniert wunderbar. Rohstoffe bekommt man auch zurück, das funktioniert auch gut. Und es ist jedem klar, was er tun muss, weil man kann nicht so furchtbar viel machen. Man kann ein Raumschiff bewegen, man kann ein Raumschiff bauen. Wenn man sich bewegt hat oder angekommen ist, wo kann man angreifen, muss aber nicht. Man kann Allianzen schließen, muss aber nicht. Man kann das Volk unterjochen, muss aber nicht. Und man kann sich auch Siegpunkte einfach kaufen, indem man drei Nahrung tauscht. Das kann man fünfmal machen. Das ist alles ganz nett. Man kann da friedlich vor sich hinspielen. Durch die Größe des Spielfelds wird es auch passieren. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Und es ist nicht furchtbar komplex. Auch die Kämpfe funktionieren. Ein Würfelwurf und ein paar Zahlen von den Schiffen zusammenzählen. Der höhere gewinnt, ein Schiff weg. Und das macht man so oft, bis der Kampf durch ist. Easy. Also ich denke mal, wenn man jetzt anfangen will, Leute zu einem Weltraumspiel heiß zu machen und sagen, hey, hast du früher Master of Orion oder sowas gespielt? Ich habe da ein Brettspiel, das ist wie das. Funktioniert super. Die Leute, denen platzt nicht der Kopf bei den Regelklärungen. Das steht auch alles schön auf den Bögen drauf. Ist toll. Wirklich toll, wenn die Leute auch nicht gewöhnt sind, mit Miniaturen zu spielen und ein super duper Grafikdesign gewöhnt sind, alles gut. Die sind happy, die gehen danach raus, denken, das war nett. Ja? Ich hätte vielleicht Bock auf was Größeres, was Besseres. Und das war's dann mit Intervention halt. Ne? Danach wird es wahrscheinlich nicht mehr groß auf den Tisch kommen. So, jetzt mal zur Experten-Kennerspiel-Geschichte. Ein Experten- und Kennerspieler wird wahrscheinlich schon andere Spiele gespielt haben, wie, sagen wir mal, Eclipse, vielleicht Twilight Imperium, wenn er ganz hart gesotten ist
oder noch ein paar andere, sage ich nachher was dazu. Und wenn die dieses Spiel sehen und es geht schon los mit, Runde 1 ist, ich muss würfeln und auf einer Leiste mit meinem Püppel, sage ich mal, weiter wandern, dann fühlt man sich schon sehr an die 80er Jahre erinnert, wo man dann eine Aktionskarte liest und das da ausführt. Das ist alles schon ein bisschen, kenne ich schon, war ich schon, ein bisschen unintuitiv. Dann noch das Grafikdesign, was halt schon ein bisschen... Gestern, als ich es gespielt habe, hat einer gesagt, das ist alles wie bei Farscape geklaut. Das kann schon sein. Und Farscape war ja jetzt auch nicht die budgetstärkste Serie, die es vielleicht gibt. So ungefähr ist das. Man merkt, was da dahinter war, die Intention dahinter, volle gute Ideen. Ich möchte diese komplexe Weltraumstrategie möglichst zusammendampfen, damit es einfach ist. Das hat funktioniert, das ist alles klasse, gute Ideen gehabt, super umgesetzt. Aber er war halt allein, hatte ein paar Helfer, das war's dann halt, ja. Wenn da jetzt ein Publisher kommen würde, sagen wir mal, Asmodee kommt daher, Asmode, dann würden die das, da würden die Geld in die Hand nehmen, die würden das alles pimpen, ein bisschen strecken und Production Quality reintun und dann wird es ein Spiel, das vielleicht nochmal ein bisschen bekannter wird. Es ist anscheinend auch eine Erweiterung angekündigt und Kickstarter oder so. Mal gucken, was da passiert. Aber letztendlich so, von dem, was mir jetzt versprochen wurde bei Boardgame Geek und der Mensch, der mich da kontaktiert hat, muss ich sagen, ich zeige dir mal ein paar andere, bessere Spiele, die das besser machen. Ja, schon klar. Aber wir hatten Spaß. Jetzt kommt aber der kritische Teil, warum ich glaube, das Spiel wird nicht mehr auf den Tisch kommen. Es gibt ja diese vier Rassen. Wir haben sofort gespielt. Stimmt gar nicht zu dritt, aber das hat jetzt gar keinen Unterschied gemacht. Dieses grüne Volk, der Händler, der kann von vornherein tauschen im Verhältnis 2:1. Irgendwelche Rohstoffe, die müssen nicht mal die gleichen sein. 2:1, zack, zack, zack. Und ich habe ja schon erwähnt, man kann als Siegbedingung ist ja 30 Siegpunkte zu bekommen und man kann als Aktion 3 Nahrung in einen Siegpunkt umtauschen. Das darf man 5-mal pro Runde machen. Ratet mal, was der Händler relativ schnell machen kann, sobald er eine Handelsstation gefunden hat, irgendwo auf dem Spielbrett. Ich hatte da vorher eine, ich habe es gesehen. Er kann das Tauschverhältnis dann 1:1 verbessern. Das heißt, er tauscht die ganze Zeit irgendwelche Rohstoffe in Nahrung um und tauscht diese Nahrung wiederum in Siegpunkte um. Und die anderen Völker bekommen das natürlich relativ schnell mit und sehen, oh, der wird das Spiel irgendwann mal in 9 Runden oder so gewinnen, wenn er so weitermacht. Also auf geht's, bomben wir den aus dem Weltraum. So, jetzt kommt der Negativaspekt dieses Spiels, dass diese verdammten Raumschiffe immer nur ein Feld pro Runde ziehen dürfen, außer man findet eine Technologie, wo sie vielleicht schneller fliegen können. Betrifft aber meistens immer nur solche Speer oder sowas und keine richtigen Kampfschiffe. Kampfschiffe sind auch sehr teuer. Das heißt, die Spieler werden das sehen, dass der ihnen davonrennt und das Spiel gewinnt. Die können aber ums Verrecken nichts dagegen machen. Weil bis die dann an den Planeten sind von dem anderen Spieler, der da fröhlich Rohstoffe vor sich hin farmt, ist es schon zu spät. Weil sie 9 Runden brauchen, bis sie überhaupt mal da sind. Eigentlich 10, weil man ja in der Runde, wo man ankommt, nicht auch gleich angreifen darf. Dann brauchst du noch ein Schlachtschiff oder ein größeres Schiff halt, das überhaupt Planeten bombardieren darf. Das dürfen die kleineren Kampfschiffe ja gar nicht. Und das ist uns gestern so gegangen und wir hatten keine Chance. Also wenn du jetzt schon siehst, dass du in 9 Runden oder in 40 Minuten Spielzeit oder sowas überhaupt gar keine Chance hast, das Ruder rumzureißen, das ist dann wie wenn du Schachmatt oder Schach bist, kannst du ja auch gleich aufhören zu spielen. Und das wird immer passieren mit jemandem, der den Händler spielt, weil das ist offen, augenscheinlich, warum sollte der das nicht machen? Also da eine Grenze einzuziehen, dass man das Spiel nicht durch gekaufte Siegpunkte, was ja ziemlich lahm ist eigentlich, gewinnen kann, wäre schon nicht schlecht. Eine Hausregel oder ein höheres Limit oder sowas würde da schon helfen. Ja, und das ist halt der Hauptkritik von einem Spiel. Bei allen Völkern, die mögen ja noch so unterschiedlich sein, werden sich die ersten paar Spielrunden alle identisch spielen. Jeder fängt erstmal an, ein Kolonieschiff zu bauen. Dann wird er das mühsam Runde zu dem Planeten fliegen und dann muss er eine Runde warten, bis er den besiedeln darf. Und dann kommen die Rohstoffe rein und dann das nächste Kolonieschiff. Und das dann auch noch teurer wird. Das ist alles ein bisschen zäh und bis man sich dann mal begegnet irgendwo, um einen Kampf zu führen, da vergeht ziemlich viel Zeit. Also deswegen einmal vielleicht die grundsätzliche Empfehlung, wer es ein bisschen enger mag, der sollte vielleicht die Rückseite des Planes spielen, wo das Weltall einfach ein bisschen kleiner ist. Da kommt es dann früher schon zu Konflikten oder so. Das ist vielleicht die Empfehlung hier. Und unbedingt eine Art von Hausregel einführen, dass dieses lahme, ich gewinne das Spiel durch gekaufte Siegpunkte, ein bisschen entschärft wird. Dann, wenn das der Fall ist, dann flutscht das ein bisschen, dann macht es auch viel mehr Spaß. Aber
es wird, der Händler ist ja immer im Spiel und der ist auch immer der Startspieler, laut der Regel. Der wird immer natürlich, wenn er nicht blöde ist, sich Siegpunkte kaufen. Oh, das ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen einfach, das Spiel auf die Art zu gewinnen. Es gibt ja andere Spiele, die das auch ermöglichen, aber die sagen, du, von den 30 Siegpunkten, die du zum Gewinnen brauchst, kannst du maximal 10 im Spiel kaufen. Ja? Sowas, ja? Das wäre besser. Und ansonsten, es gibt ja die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen durch 3 Supertechnologien. In dem Stapel hier sind, glaube ich, 9 oder 10 oder so drin. Da steht in den FAQs drin, die Angst davor, dass einer halt Glück hat und zufällig 3 so Dinger zieht, das Spiel gewinnt. Ja, klar, das kann passieren, aber guck mal, wie dick der Stapel ist. Und da sind 9 von den Dingern drin. Das passiert jetzt nicht so häufig. Und dass man den letzten Planeten eines Spielers wegbummt, das ist dann vielleicht eher reizvoll, aber durch diese Zähigkeit des Spiels, dass man ja sich so langsam fortbewegt, ja, hat man da wahrscheinlich auch keine Lust dazu. Deswegen... Wir waren gestern ein bisschen froh, dass der Spieler dann durch diese Siegpunktkauferei das Spiel beendet hat, weil wir haben gesehen, das wird noch ewig dauern, bis wir dann überhaupt mal zum gescheiten Konflikt kommen. Da gibt es wirklich bessere Spiele, die das besser machen. Aber nochmal zurück zum Familienspiel. Einsteigervariante, um das mal kennenzulernen, so mal ein bisschen zu schnuppern, wie das funktioniert. Super geeignet. Aber dann, wenn man dann mal Blut geleckt hat und gesehen hat, wie sowas gescheit funktionieren kann, wird man zu diesem Spiel wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren. Ich habe ja gesagt, es gibt bessere Spiele. Ich habe ja auch selber schon 2 rezensiert zu dem Thema. Twilight Imperium und Eclipse sind natürlich hier State of the Art. Aber wenn man es ein bisschen kürzer machen will, sagen wir so 2 Stunden und so ein Spiel viel Spaß haben will, A Handful of Stars von Martin Wallace, geil. Ja. Die ganze Thematik eingedampft mit einem Kartenziehmechanismus. Ziemlich simpel, aber mit mehr Konflikt und mehr Tension und auch optisch geil gemacht. Gutes Spiel. Schaut mal ein Video dazu an, wenn ihr es wissen wollt. Oder Warpgate, neueres Spiel auch von letztem Jahr, glaube ich. Sehr geil. Auch Weltraumeroberung mit verdeckten Agendas und Zielen. Nicht groß Truppen bauen und sonst was. Das wird auch alles so ein bisschen Gloomhaven-mäßig mit so Karten gespielt. Auch mal was anderes. Aber man muss dem Spiel schon zugute halten, es ist so richtig klassisches 4X. Ja? Weltraum, Raumschiffe bauen, Planeten besiedeln, Ressourcen schürfen und Gegner aus dem Weltraum fegen. Funktioniert hier alles ganz nett, aber halt ein bisschen mühselig. Ja? Und klar, das Spiel ist in 90 Minuten, 2 Stunden danach durch, aber man hat so irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Ja? Man hat immer so das Gefühl, oh, das wäre aber auch besser gegangen. Ja? Es gab recht viele Diskussionen, warum manche Sachen kaputt sind und nicht funktionieren. Das ist aber halt die Meinung von Expertenspielern, die es halt schon besser gesehen haben. Von daher, ich möchte dem Spiel jetzt kein, möchte mit dem Spaß verdorben. Es möchte ja gar kein Expertenspiel sein. Das schreibt ja überall auf jede zweite Seite. Und wenn man die Anleitung liest, die auch sehr familienfreundlich geschrieben ist, wenn man es mag, haucht es ja praktisch aus jeder Pore Familien- und Einsteigerspiel. Und wenn man es so betrachtet, ist es ein sehr gutes Spiel, hat sein Ziel voll erreicht. Und ich wünsche dem alles Gute, dass es bekannt wird und auch weitergeht. Aber nicht für fortgeschrittene Spieler, die schon andere Sachen gesehen haben. Das ist mein Fazit. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald.